Hallo Menschen, heute möchte ich Die Straße von Cormac McCarthy rezensieren. Hier folgen wir der Geschichte eines Mannes und seines Sohnes, die durch ein nahezu komplett zerstörtes Amerika ziehen. Dabei haben sie nur noch einen Einkaufswagen sowie zwei Rucksäcke, so mit dem Wesentlichen, was sie gerade so zusammenklauben konnten, und einen Revolver mit noch zwei Patronen. Was ich an diesem Roman so mag, ist, dass innerhalb von ein, zwei Seiten eine so dichte Stimmung an Untergang und Düsterkeit auch sowie Verwahrlosung aufgebaut wird. Wobei eben diese Beziehung zwischen unseren beiden Protagonisten da so als einziges Warmes dem Ganzen entgegensteht. Ein Zitat dazu. Und dann marschierten sie im stahlgrauen Licht die Asphaltstraße entlang, schlurften durch die Asche, jeder die ganze Welt des anderen. Die Erzählweise des Ganzen ist recht knapp und nüchtern, was eben auch dieser kargen Umgebung und der Endzeitstimmung einfach sehr, sehr gut entspricht. Und in Abständen kommt dann aber einmal ein wunderbarer Vergleich oder eine Metapher dazwischen. Auch dazu möchte ich euch kurz etwas vorlesen, wo es heißt: Es schneit, sagte der Junge. Er blickte zum Himmel auf. Eine einzige graue Flocke schwebte herab. Er fing sie mit der Hand und sah zu, wie sie darauf zerging, wie die letzte Hostie der Christenheit. Was ein wunderbarer Ausdruck ist, und sowas kommt halt immer wieder mal so als Kleinigkeit dazwischen vor. Was auch auffällt, ist, dass unsere Protagonisten einfach immer nur der Mann und der Junge heißen. Sie haben keine Namen, sprechen sich auch gegenseitig nicht damit an, was eben schon so eine drohende Depersonalisation andeutet. Sie verlieren halt immer mehr aus ihrer alten Welt. Es gibt unglaublich viele Dinge einfach nicht mehr. Auch dazu wieder mal ein Zitat, weil es so schön formuliert wurde. Es geht um den Mann. Er hatte dieses Gefühl, das über die Benommenheit und dumpfe Verzweiflung hinausgeht, schon einmal gehabt. Dass die Welt auf einen rohen Kern nicht weiter zerlegbarer Begriffe zusammenschrumpfte. Dass die Namen der Dinge langsam den Dingen selbst in die Vergessenheit folgten. Farben, die Namen von Vögeln, Dinge, die man essen konnte. Schließlich die Namen von Dingen, die man für wahr hielt. Zerbrechlicher, als er gedacht hätte. Und das sieht man zum Beispiel auch an den wenigen Überlebenden, die unseren Protagonisten in Abständen über den Weg laufen. Viele sind zum Beispiel zu Kannibalen geworden, halten sich andere Menschen als Proviant oder bestehlen eben die Lebenden, schlagen jemanden tot und so weiter und so fort. Das droht natürlich im Prinzip auch unseren Protagonisten immer, wenn sie nichts zu essen finden oder irgendwo in Sicherheit unterkommen können. Dem steht aber halt immer so diese Verbindung zwischen den beiden entgegen, die wirklich auf extremer Zuneigung basiert, was aber halt in so einer unglaublich rauen Welt sich nicht wirklich entfalten kann. Also man merkt auch, dass die beiden wirklich immer verzweifelter werden. Also zum Beispiel ein Zitat ist schon so aus dem letzten Drittel des Buches, wo der Mann, während sein Sohn neben ihm schläft und er so guckt, ob er noch atmet und sein Herz schlägt, sagt dann sowas wie: Es gab nur wenige Nächte, in denen er, wenn er im Dunkeln lag, die Toten nicht beneidete. Man merkt das zum Beispiel auch daran, dass der Sohn, der will zum Beispiel keine schönen Geschichten mehr von seinem Vater erzählt bekommen. Also entweder wirklich Märchen oder halt so Erzählungen aus der früheren Welt, weil die ja eh nie wieder wahr werden. Und es gibt auch eine Diskussion zwischen den beiden, wo halt eigentlich rauskommt, dass der Sohn sich nicht mehr sicher ist, ob eben so reines Überleben ausreicht und erstrebenswert ist, weil es für ihn halt nichts mehr gibt, auf was er hinleben kann. Er ist schon in dieser Welt geboren und er kann sich an nichts Schönes eigentlich mehr erinnern und verzweifelt einfach zunehmend. Das tatsächliche Ende kam mir persönlich etwas zu plötzlich, gerade weil die Erzählung vorher so langsam und ruhig ist. Also es ist definitiv kein Actionplot. Selbst wenn die mal auf andere Menschen treffen, ist es immer nur eine sehr, sehr ruhige Erzählweise. Und kurz vor dem Ende passiert etwas, womit man schon gerechnet hat, was halt mit der Zeit aufgebaut wurde, aber direkt danach, da kommt etwas komplett aus dem Nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob der erste Punkt ein besseres Ende gewesen wäre, aber das zweite war mir persönlich wirklich etwas zu abrupt, zu Deus Ex Machina wahrscheinlich, also das trifft es ganz gut. Und eine zweite Sache, die von anderen öfter mal kritisiert wird, ist so diese extreme moralische Schwarz-Weiß-Zeichnung. Unsere Protagonisten bezeichnen sich immer als die Guten, sie würden nie von Lebenden stehlen. Sie sagen auch immer so etwas wie: Wir tragen die Flamme in uns. Der Vater lädt das auch immer ein bisschen religiös auf, spricht von Gott und so weiter und so fort. Und ja, das fällt natürlich beim Lesen sehr, sehr stark auf, zugegeben. Ich wüsste nicht, wie man ein Kind in so einer Welt großartig anders erziehen soll. Also entweder man
Man schlägt von vornherein rein und sagt, okay, bitte töte und raube dich durch diese Welt. Oder wenn man halt versucht, das Kind irgendwie auf irgendeine Art und Weise moralisch integer zu halten, dann muss man, glaube ich, muss man übertreiben. Also man kann nicht sagen, okay, wir sind jetzt mal gut und die anderen, ja, die haben zwar Essen und denen geht es besser als uns, aber das sind halt die Bösen, sowas machen wir nicht. Man muss es irgendwie erklären und deswegen, ja, also es fand ich es irgendwie verständlich, dass er halt gerade versucht, sein Kind vor dieser extremen Verrohung noch zu bewahren. Also im Großen und Ganzen von mir eine absolute Empfehlung. Es ist eine düstere, mitunter auch traurige Postapokalypse, die dann aber auch intime und eben so Beziehungen der beiden Protagonisten passende Vergleiche und Ausdrücke aufweist. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren schon die Verfilmung mit Viggo Mortensen gesehen, hatte die auch sehr, sehr gut in Erinnerung, müsste sie jetzt aber nochmal neu schauen, so im Vergleich zum Buch. Falls einer von euch beides gesehen und gelesen hat, wäre ich daran interessiert, ob ihr sagt, dass es gelungen war, weil ich das, wie gesagt, sehr, sehr gut fand, als ich das Buch noch nicht kannte. Und allgemein ist das halt eine Postapokalypse ganz nach meinem Geschmack. Es ist wirklich verzweifelt und karg und es gefällt mir sehr, sehr gut. Dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.